Hallo, heute zeige ich euch wieder, dass man aus Müll tolle Sachen basteln kann. Das nennt man dann Upcycling. Heute bastel ich aus einer Klopapierrolle eine kleine Geschenkverpackung. Um die Geschenkepackung bunt anzumalen, musst du sie erstmal schön platt drücken. Dann kannst du beide Seiten bunt gestalten. Ich male auf beide Seiten der Packung ein Blumenmotiv. Du kannst die Schachtel auch komplett bemalen oder mit bunten Sachen bekleben, zum Beispiel mit Servietten. Wenn du ein Motiv auf die Schachtel malst, ist es wichtig, dass rechts und links etwas Platz ist, denn dort wird die Schachtel gleich eingeklappt. Hierfür drückt ihr eine mondähnliche Form in die oberen Enden, so dass die Ecken spitz zulaufen. Das sieht dann ungefähr so aus. Hier könnt ihr jetzt eure Schachtel auf- und zumachen. Das gleiche macht ihr jetzt auch mit der anderen Seite. Und schon ist die Schachtel fertig. Wenn es euch gefällt, könnt ihr auch etwas Geschenkband um die Schachtel wickeln. Ich habe mir heute überlegt, in meine Schachtel kein Geschenk zu packen, sondern einen kleinen Brief. Weil ich keinen Zucker mehr hatte, hat mir meine Nachbarin ausgeholfen und dafür wollte ich ihr einen kleinen Dankesbrief schreiben. Jetzt nur noch einrollen und ab in die Schachtel. Vielleicht wollt ihr ja auch für eure Freunde, Eltern oder Geschwister einen kleinen Brief schreiben und so eine Verpackung basteln. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß.